Hallo ihr Lieben und willkommen bei den Alriks. Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass wir mit unserer Interpretation des Wolfs von Vinhall hier unseren Kanal gestartet haben. Der erste Teil hat inzwischen fast 4.500 Views, die wir alle eurer tollen Unterstützung zu verdanken haben. Wir haben Der Wolf von Vinhall mit dem Buch der Alriks gestartet, dem Prototypen unseres eigenen Regelwerks. Mittlerweile ist es fertiggestellt, trägt den Namen Fabula und ist unter diesem Video als Download verfügbar. Dementsprechend wundert euch nicht, einige Regeln und Bezeichnungen haben sich gegenüber dem Wolf von Vinhall etwas verändert. Wir haben die Charaktere auf Fabula konvertiert. Ihr werdet dem Ganzen aber ohne Schwierigkeiten folgen können. Ganz besonders, wenn ihr unsere letzten Videos gesehen habt, da wir ja schon mit Fabula gespielt haben. Mit mir am Tisch der Lukas mit Jondetz Betruth, der Podrick mit Hamlin Salpeter, die Marina mit Fiana Alvaran und die Niki mit Glenna Arnol. Und ich mit Regelbuch und Abenteuer. Wie schon im Wolf von Vinhall angekündigt, ist unsere Fortsetzung dazu Der Wald ohne Wiederkehr. Es ist wieder unsere ganz eigene Interpretation und wird sehr vieles enthalten, was ihr so im Originalabenteuer nicht finden werdet. Zum Beispiel habe ich den ganzen ersten Part aus meinem absoluten DSA-Lieblingsabenteuer adaptiert. Veteranen unter euch werden wahrscheinlich sehr, sehr schnell durchschauen, welches das ist. Es gibt noch eine weitere Neuerung und das ist der Meisterhammer. So sieht der aus. Der wird hier liegen. Und wenn der Hammer fällt, dann fällt der Hammer. Dann ist das eine eiserne, eiserne Entscheidung vom Meister. Um Diskussionen frühzeitig abzuwirken. Ja. Diesen Hammer habe ich von einem sehr coolen Shop auf Etsy erhalten, der sehr viel Pen-and-Paper-Stuff produziert und 3D druckt. Wir werden auf jeden Fall einen Link zu seinem Shop geben unter diesem Video und wenn ihr diesen Link benutzt, könnt ihr einen 10% Discount auf all sein Zeug auf seinem Shop erhalten. Also checkt das mal aus. Also ich bin begeistert von ihm. Wir wünschen euch nun viel Spaß und gute Unterhaltung. Andergast, 1001 Bosbarans Fall. Das Reich liegt im Krieg. Nach einem instabilen Frieden mit Nostria sind die Kampfhandlungen am Turansee neu entfacht. Nostria beansprucht das Seegebiet für sich und König Wendolin Zornbold hat sein Heer dort stationiert, um die nostrischen Hunde zurückzuschlagen. In einem verfluchten Waldgebiet verschwinden Menschen. Ein Ork namens Kurogoch der Häuter hat den Preios-Tempel in Eichhaven geschändet. Und in den Straßen Andergasts geschehen Morde. So bestialisch, dass die einfachen Leute sich weigern, nachts noch vor die Tür zu gehen. Unter der Magierakademie, in einem Lagerraum, stehen drei überraschend filigrane Steinstatuen. Sie tragen Kleider, besser gesagt Fetzen, zerrissen, von Motten zerfressen und voller Staub. Eine Frau mit kurzen Haaren und einer langen Narbe über einem Auge steht dort im Halbdunkel mit einer Kerze in der Hand. Sie debattiert mit einer jungen Magierin, die einen Kreis um die Statuen malt und eine Formel intoniert, die ihrer vernarbten Begleiterin die Abscheu ins Gesicht treibt. Nebel steigt auf. Es riecht schwach nach Schwefel. Ihr drei fühlt euch, als würdet ihr aus einer langen Ohnmacht erwachen. Ihr kennt die Umrisse des Raumes, der mit allerlei Gerümpel vollgestellt ist. Ihr habt Schwierigkeiten, etwas zu sehen. Eure Glieder fühlen sich kraftlos und steif an. Eure Kleidung ist zerrissen, voller Staub und Schmutz und von Motten zerfressen. Ihr hört Stimmen, auch wenn es euch schwerfällt, die Sprecher zu lokalisieren. Ich musste die dämonische Komponente isolieren und die Thesis nachbilden. Das arkane Geflecht erlaubte keinen Domänenwechsel. Ein gewisser Teil der Akrimov-Anrufung muss bleiben. Genau das ist der Schlüssel. Ich verstehe nur Bahnhof, aber... Du erzählst mir jetzt seit jedem Monat aufs Neue so einen Unsinn und nichts hat geholfen. Du glaubst, jetzt hast du wirklich etwas gefunden? Ja, sieh doch, sieh doch! Fiana? Oh mein Gott! Die bewegen sich! Oh mein Gott! Du hast es wirklich geschafft? Ich sagte doch, ich schaffe es. Nicht so laut. Was ist los? Hamlin, Glenna, Jondet, oh mein Gott! Wo? Was? Oh mein Gott, Walpurga, ich fass es nicht! Wie geht es euch? Wie fühlt ihr euch?
An was könnt ihr euch erinnern? Wo ist dieser verdammte Magier? Oh, okay, also beruhig dich erstmal. Habe ich ihn getroffen? Habe ich ihn getroffen? Fiana, dir geht's ganz gut? Ruhig. Ja. Nun ja, wo sind wir? Ihr seid hier in Andergast, in der Magierakademie. Was? Wir waren doch bei diesem Haus. Ihr dürft dieser jetzt, Magier, ihr dürft der Untoten. Nicht ausrasten, aber das ist ein Jahr her. Es konnte niemand den Bann direkt brechen und es ist irgendein dämonischer Zauber. Und also habe ich euch hierher bringen lassen und Walpurga hier... Sie hat ein Jahr lang geforscht, um herauszufinden, wie sie die Steine umlösen kann. Ich verstehe kein Wort. Langsam. Was? Was ist los? Warum tut mein Kopf so weh? Meine Augen und... Oh, also, ihr seht vor euch eine junge Magierin, so schemenhaft, da ihr immer noch nicht wirklich sehen könnt. Ihr seht halt diesen verdunkelten Raum, Kerzen leuchten und diese Magierin tritt vor euch. Ihr werdet noch einige Zeit eine Schwäche verspüren. Niemand wusste wirklich, wie wir diesen Zauber rückgängig machen sollen. Es ist diese dämonische, verderbte Thesis. Es war ein harter Brocken Arbeit, das zu schaffen. Wo ist meine Waffe? Wo ist mein Buckler? Ja, den Buckler hast du noch, aber das Florett ist abgebrochen. Was ist mit unserer Kleidung? Ja, den hattest du ja in der Hand. Was ist nun mit unserer Kleidung passiert? Naja... Das wurde nicht mitversteinert und... Ein Jahr? Das ist ja ein Jahr lang. Was hat davon noch übrig? Was ist... Anders? Ich hab nichts mehr. Du siehst... Ich hab meinen Buckler, das reicht. Vor dir Fiana, die sich, glaube ich, auch etwas verändert hat. Fiana! Wie seht ihr denn aus? Haar? Nein, aber was ich beschreibe dir mal kurz, wie ich jetzt aussehe. Ich habe mir die Haare abrasiert, also nicht komplett abrasiert, aber sie sind sehr kurz. Ich habe eine Narbe, die quer über das rechte Auge verläuft. Das Auge ist noch heile. Und ich sehe ziemlich fertig aus. Also ich habe fette Augenringe und ich sehe irgendwie einfach müde und ausgebrannt aus. Fiana, habt ihr in diesem Jahr endlich euren Kräuterladen aufgemacht? Nun ja, Hamlin, das war nicht ganz so einfach. Das meiste Geld ist halt hier für die Forschungsarbeit draufgegangen und... Welche Forschungsarbeit? Wo sind wir eigentlich hier? Was ist mit euren Haaren? Ihr seid im Kampfseminar Andergast. In Andergast. Oder darunter. Wir haben darauf bestanden, dass wir euch in einen Lagerraum einquartieren, da niemand damit gerechnet hat, dass wir sie hier schaffen. Was schaffen? Euch... zurückzuverwandeln, den Zauber zu brechen. Aber Zauber, das gibt's doch alles gar nicht. Nochmal. Was? Naja, was ist das Letzte, an das ihr euch erinnert? Ich habe ausgeholt und wollte diesen Nekromanten abstechen. Dass ich heldenhaft versucht habe, uns alle zu retten. Auch wenn ich dabei schon versteinert war, das glaube ich dir nicht. dieser Murgal hat irgendeinen Zauber gewirkt. Irgendwas mit Stein. Nun ja, und aber dann warum? Bin ich bewusstlos geworden. Ich hab doch mit ihm verhandelt. Warum hat er... Was? Nun, okay, also Murgol war nicht wirklich dort. Er hat irgendwie es geschafft, ein Abbild von sich zu erschaffen und ist offensichtlich einfach wieder verschwunden. Ich bin auch irgendwann zu mir gekommen und ja, ihr standet versteinert da und nur Branwyn und ich, wir waren irgendwie noch bei Sinn. Branwyn. Und was ist mit Branwyn? Aber hast du eine Ahnung, wie du da reingekommen bist? Wie? Ist sie auch verschwunden? Nein, Branwyn, geht's über Branwyn ist in Winhall. Ich weiß es doch nicht, ich bin aufgewacht und ihr wart versteinert und was hätte ich denn tun sollen? Also haben Branwyn und ich euch zunächst nach Winhall gebracht, aber niemand dort wusste, was passieren kann und niemand konnte diesen Zauber brechen. Also habe ich Erkundigungen heimgeholt, wo es Menschen gibt oder Magier, die in diese Richtung forschen und eventuell eine Ahnung haben und ja, also habe ich euch nach Andergast bringen lassen und ja, Fiana, ihr habt so viel durchgemacht. Danke. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich meine, ich hätte die Statue an einen reichen Typen verkauft für ihre Gärten, aber das war auch nicht schlecht. Naja, Hamlin, das hättest du vielleicht getan. Aber was ist denn mit dir passiert überhaupt? Du, deine Haare, was ist das? Ja, das ist eine lange Geschichte. Was ist da mit deinem Auge? Ja, das ist gar nichts. Das ist in Ordnung. Aber
wir sollten euch erstmal was zum Anziehen besorgen und schauen, dass ihr, weiß ich nicht, was zu essen bekommt oder. Versucht etwas zu trinken. Etwas zu trinken. Die Magierin reicht euch einen Krug. Versucht ein paar Schlucke zu trinken, auch wenn es schwierig sein wird. Kehle staubig. Starker Tobak. Wasser. Das ist Wasser. Ja. Sag ich doch, starker Tobak. Ein Jahr. Es ist ein Jahr. Das kann auch alles nicht stimmen. Du meine Güte, meine Eltern müssen glauben, ich bin tot. Wer hat das Immann-Spiel gewonnen? Ich muss Ihnen einen Brief schreiben. Ja. Ich kann nachvollziehen, dass das ein ziemlicher Schock für euch sein muss. Walpurga, was passiert jetzt? Gibt es irgendwelche Nachwirkungen oder können wir gehen? Natürlich könnt ihr gehen. Ehrenwerte Magister Walpurga? Adepter Walpurga, waren wir jetzt ein ganzes Jahr lang hier in diesem Keller, in der... Fast, ja. In der, wo ist es genau, in welchem? Ist es hier Kampfseminar Andergast. Hier habt ihr die Legende. Mhm. Ich glaube, das ist hier. Okay, Elfis. Okay. Augenblick, aber was ist denn jetzt mit Murgol? Gar nichts ist mit Murgol. Er scheint noch immer im Wald ohne Wiederkehr zu hausen, aber dort traut sich niemand rein. Dort verschwinden Leute und niemand hat seit einem Jahr etwas von ihm gehört. Also er war gar nicht bei der Burg? Nein, das war irgendeine Illusion. Er hat es geschafft, uns als Illusion in Stein zu verwandeln. Er hatte diesen blank geputzten schwarzen Stein. Vielleicht war das nicht sein Fokus. Aber was kenne ich mich aus? Ich bin kein Magier. Walpurga kann sagen, wir wissen, er hat ein schwarzes Auge. Ja, er kriegt noch ein blaues Auge, wenn wir ihn treffen. Aber er wird Adepter Walpurga. Vielen Dank. Was sind wir euch schuldig für? Nichts. Ich. Nichts? Hab Dank, wir müssen los. Ihr seid sehr. Sie sieht ja etwas energisch. Gefühlt euch denn schon so gut? Wo ist dieser Wald? Ohne Wiederkehr, aus dem ich wiederkehre. Nein, Moment. Ihr könnt da nicht hingehen. Schon gar nicht in eurem Zustand. Da habt ihr vollkommen recht. Ja, ich brauche das mal in Florett. Ich brauche was zu trinken. Irgendjemand muss ihn aufhalten, aber... Werden wir sein. Der Wald wird ihn aufhalten. Was? Wie der Wald? Hast du nicht zugehört vorhin? Da verschwinden Leute. Jeder, der da reingeht, kommt nicht wieder raus. Ja, das... Glaubst du nicht, ich hätte nicht versucht, irgendwie herauszufinden, was man da tun kann, wie man an den Nekromanten herankommt. Ja, Fiana, du warst eine annehmbare Bogenschützin vor einem Jahr. Du hast echt gute Heilsalben gemacht. Aber wir sind die Werwolfjäger hier. Hamlin! Ja, Hamlin, genau, wir wollten doch hier Geschäfte machen. Was ist daraus geworden? Ja, nichts ist... Jonnet, ich bitte dich. Hast du denn das nicht weiterverfolgt? Nein, ich bin hier in der Gegend geblieben. Bei euch, damit ich nachverfolgen kann, ob es irgendeine Heilung gibt. Wo sind alle meine Sachen? Wo ist mein Geld? Was? Naja, es lebt sich nicht von selbst in so einer großen Stadt. Keine Sorge, Fiana. Mach dir das keine Sorgen. Du kannst jederzeit uns das zurückzahlen. Wenn das Nein, mir musst du es nicht zurückzahlen. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, was ihr für uns geleistet habt. Allein uns mit Branwen zurück nach Winhall zu bringen, ohne dass uns irgendetwas passiert ist. Das muss... Boah. Das war ein hartes Stück Arbeit, ja. Meister, ich greife an mir herunter, um zu sehen, ob noch alles da ist. Ja, es ist noch alles da. Das habt ihr sehr gut gemacht, Fiana. Nichts abgebrochen bei Diablo. Also, Fiana hat ein Zimmer im Ochsen und Einhorn. Ihr solltet euch... Wenn ihr wollt, ich kann mitkommen und dann können wir noch über diesen Wald reden, aber ihr solltet... Wenn ihr Zeit findet, das wäre außerordentlich freundlich von euch. Wie sollen wir das Zimmer jetzt bezahlen? Ich glaube, das hat Fiana... Ja, macht euch mal keine Sorgen, ich hab eine Abmachung mit der Wirtin da. Oh, ein Jahr. Ich weiß nicht, was... Dann treffen wir uns dort, wenn ihr wollt. Ich muss zum Rathaus, muss das melden, dass das hier funktioniert hat. Ihr seid immerhin die Werwolf-Schlechter von Winhall. Ihr habt einen gewissen Ruf hier. Kann ich... Wirklich? Darf ich mich... Ja, ein bisschen,
ein bisschen. Darf ich mich anschließen? Ich möchte gerne einen Brief an meine Eltern schicken und ich war noch nie in Andergast. Meine Eltern sind tot. Ja, das dabei kann ich euch helfen. Das können wir erledigen. Brauchen wir jetzt nicht ausspielen. Ja. Gilt dann als erledigt. Und die beiden gehen hinaus, Kleiner noch sehr schwankend und wird von der Magierin Walpurga gestützt. Ja, kommt mit. Gehen wir ins Gasthaus und dann kann ich euch ein bisschen erzählen, was in dem Jahr alles passiert ist. Ich brauche etwas zu trinken. Unbedingt. Wie ist der Goldpreis? Genauso wie immer, Hamlet. Das Wirtshaus zum Ochsen und Einhorn habt ihr auch auf der Legende. Das ist die Nummer G3. Ja. Einmal quer. Ganz genau. Das ist übrigens der Hauptplatz, wo hier der Praios-Tempel ist, wo das Rathaus ist, wo das Zeughaus der Wache, denke ich, auch ist. Das müsste hier sein. Und ihr geht dahin durch. Ihr merkt, es ist dunkel, dämmerig, also es ist Abend. Wusstet ihr ja vorher nicht. Mhm. Und ihr merkt, dass ihr seht einige Leute auf der Straße, aber die verlassen eilends die Straßen und eilen alle sehr, sehr schnell nach Hause. Ihr seht eine Frau, die in ein Haus eilt, die Tür zuschlägt und scheinbar auch verriegelt. Was für eine Jahreszeit haben wir? Nicht mehr viel los. Das ist möglicherweise auch noch wichtig. Ja? Wir starten am 11. Raja. Solltet ihr euch vielleicht notieren. Raja. Der Abend des 11. Raja. So. Die irdische Besprechung davon, dass unsere Zuseher auch mitkommen, ist 11. Juni. Der Juni. Also alle, die mit DSA nicht so bekannt sind. Gut. Fiana, so verschwinden hier alle. Naja, es passieren seit einigen Wochen hier sehr seltsame Morde. Vor allem junge Frauen werden nachts auf grausamste Weise einfach umgebracht. Hier in Andergast? Ja, hier in der Stadt. Wurde das schon investigiert? Naja, was weiß ich, dafür ist die Stadtwache zuständig. Ja, gibt es dann Kopfgeld? Darüber weißt du tatsächlich nichts. Okay. Keine Ahnung, das interessiert mich auch nicht. Ich war Orks jagen die meiste Zeit. Könnten es Wolfsmenschen sein. Nein, Yondet. Wolfsmenschen wurden seit tatsächlich einem Jahr nirgendwo mehr gesehen. Ja, das weiß ich doch nicht. Ich war ein Jahr nicht da. Gute Arbeit. Ja, aber gute Arbeit. Wie verdienen wir jetzt unser Geld? Sie ist nicht da. Oh. Yondet, wie wär's mit ehrlicher Arbeit? Was? Ehrliche Arbeit. Ich höre doch nicht so gut. Ja, gehen wir mal in die Schenke und stärken uns. Die Schenke zum Ochsen und Einhorn. Eine durchschnittliche Schenke, ihr merkt es schon, einfach für Reisende. Ich brauche jetzt etwas zu trinken. Wie heißt die Wirtin oder der Wirt? Der Wirt heißt Bernfried Auerbach, den kennst du natürlich, genauso wie den Knecht Marik und die Magd Brunhilda. Ja, ist viel los, gerade so am Abend? Feierabend und so? Es ist nicht sehr viel los, nein. Also es scheint auch hier so, als wären, es sind noch ein paar Gäste am Gehen, aber als würde darauf geachtet werden, dass man nicht mehr hier ist, nach Einbruch der Dunkelheit. Aber Andergast, ich meine, ich war noch nie in Andergast, aber Andergast ist ja eine große Stadt eigentlich. Ja. Aber ist ja dann eigentlich ziemlich merkwürdig, dass hier nicht so viel los ist, ne? Ja, durchaus. Wenn du schon so weit kombinieren kannst. Ja, mein scharfsinniger Verstand war ja noch immer. Bin ein bisschen wackelig auf den Beinen, gebe ich zu. Ja, ich wink so. Brunhilda, bring uns doch was zu trinken. Schau! Oh, sind sie das? Ja, sie sind es! Walpurga hat es geschafft, endlich! Oh, das ist ja wundervoll! Nun ja, das ist Brunhilda, sie arbeitet hier. Ich heiße euch herzlich willkommen, meine Lady. Ochsen und Einhorn. Ich habe euch mal gesehen, als ihr noch Statuen wart. Aha. Oh. Ich nicht. Ah, Walpurga hat ganze Arbeit geleistet. Ich wusste, wenn es jemand schafft, dann sie. In der Akademie halten sie ja für etwas verschroben und nehmen sie nicht ernst, aber ich wusste, sie schafft das. Was wollt ihr denn? Ja, nochmal so etwas, was ich da in der Akademie hatte. Das war ziemlich gut. Benötige irgendetwas Starkes. Ich weiß nicht, was das ist. Was war das nochmal? Gebt mir einfach das Stärkste. Wasser. Wasser? Okay. Ja, ist vielleicht besser. Zwei Krüge Wasser. Und nein, ich brauche das. Der Stärkeres. Wir haben Wacholdergeist. Bring mir einen Wacholdergeist. Ja, ihr bekommt einen Tuch Wacholdergeist und einen schönen Schinken mit Brot.
Ja, da weiß ich was, da weiß ich was. Und sie geht. Ich bin ja mit Walpurg unterwegs. Ins Rathaus. Ja, das Rathaus ist auch hier am Hauptplatz. Müsstet ihr auf der Legende nachsehen, welches Haus genau das ist? Die vier. Ja. Walpurga, es hieß, das war ein dämonischer Zauber? Murgol scheint, und das war das große Problem, die Thesis, die seinen Zauber zugrunde liegt, haben wenig mit der Gildenmagischen zu tun. Sie sind alle pervertiert. Und in dieser Thesis lag ein Agrimott-Kern. Und es dauerte eine Zeit, bis ich dahinter kam und das entschlüsselt hatte. Und nun ja, der Akademieleiter, die wollten sich überhaupt nicht mit so etwas beschäftigen. Und dann bin irgendwie nur noch ich übrig geblieben. Ich wollte Fiana halt nicht im Stich lassen. Und bin froh, dass es geklappt hat, schlussendlich. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch im Namen meiner Kollegen, auch wenn sie nicht sehr, sehr dankbar sind. Und ich umarm sie. Ich umarm sie. Ja, ich hab es gern getan, aber du solltest etwas essen und etwas zu dir nehmen. Ja, ich möchte nur diesen Brief verschicken und dann... Ja, das dann kannst du als erledigt schon sehen. Sie geht auch ins Rathaus und sie sagt, sie muss mit dem Stadtvogt sprechen, spricht etwa 5 Minuten und dann ist das mit dem Brief auch erledigt. Ja, Andergast, ich war noch nie hier. Gibt es irgendetwas, das ich wissen sollte? Irgendwelche Gebräuche, die man hier nicht als sehr nett ansieht? Ja, im Moment, du merkst, ihr geht wieder auf die Straße und auch sie sieht sich um und sie sieht ein paar Menschen, die vorbeieilen an dir und scheinbar schnell nach Hause wollen. Im Moment ist es sehr angespannt wegen der Morde hier. Welche Morde? Ja, das besprechen wir am besten im Gasthaus. Es wird uns schon nichts geschehen. Nein, natürlich nicht. Wir sind zwei ausgebildete Magier. Ja, in der Tat. Und ja, dann sind da auch noch die Spannungen mit Nostria. Es gibt ihn. Ja, der Turansee wurde angegriffen, da Nostria ihn für sich beanspruchen möchte. Und ja, es gibt an allen Ecken Probleme. Es ist doch nur ein See. Warum geben sie ihn nicht einfach her? Ja, es ist ein strategisch günstiges Gebiet. Und als einer der größten Seen natürlich auch sehr lebensspendend für die. Die Leute hier sollten wohl anfangen zu lernen, wie man teilt. Ja. Geh nach Nostre und sag ihnen das. Ein wenig mehr Gerechtigkeit wäre wohl angebracht. Aber wir sollten sehen, dass wir von der Straße runterkommen. Ja. Könnt ihr mir noch den Weg sagen zum Wirtshaus? Sie geht mit. Ah, okay. Das war, was haben wir gesagt? G3. Ja. Also, ihr sitzt dann schon da mit eurem Krug Wasser, eurem Krug Wacholdergeist und einem schönen Schinken, ein paar Tomaten, ein paar Zwiebeln und einem Laib Brot. Als Walpurga und Glenna die Schenke betreten. Oh, Zwiebeln! Das ist meine Glenna. Ja, man merkt, dass ihr ein Jahr lang versteinert wart. Wieso isst man seitdem keine Zwiebeln mehr? Nein, alles, was du möchtest. Oh, ich bin so froh. Glenna, so gefühlslastig. Das kenne ich gar nicht von dir. Ihr los, die war doch früher nicht so. Seid ihr sicher, dass ihr die richtige Statue mitnehmt? Ja. Walpurga setzt dich hinein, Wacholdergeist. Bitte, Brunhilda. Also, ja, was ist so passiert? Was habt ihr mit den Orks endlich gekämpft? Naja, ich habe natürlich versucht, möglichst viele Informationen herauszufinden über Murgol und seinen Schergen, Kurgoch, der Häuter. Du weißt noch, dieser Ork. Ja, als wär's gestern gewesen. Und ja, ich bin viel unterwegs gewesen, durch die Wälder gestreift und habe versucht, Lager ausfindig zu machen und Informationen zu bekommen und möglichst viele von ihnen mitzunehmen. Und ja, letztens, Kurgoch hat vor kurzem in Eichhafen in den Paios-Tempel überfallen, aber
Ich war leider nicht in der Gegend, sonst wäre es schon um ihn geschehen gewesen. War er das? Nicht er, aber einer seiner Leute. Ein Ork? Ein Ork, ja. Das war wirklich dumm. Hat mich von hinten gewischt und mich an den Haaren gefasst und beinahe hätte es mich das Auge gekostet, aber ich konnte mich in letzter Sekunde losreißen und ihm meine Klinge in den Hals rammen, aber ja, das ist Schnee von gestern. Zum Glück. Ihr hättet sie sehen sollen, wie sie ausgesehen hat, als sie danach hier ankam. Ja, Gott sei Dank ist nicht mehr passiert. Aber warum bist du denn da überhaupt alleine losgezogen? Naja, glaubst du, ich sitze hier ein Jahr untätig rum? Ja, das nicht, aber hättest du dir neue Gefährten gesucht? Ja, so unversteinerte einfach, Gefährten. Weißt du, so einfach ist es nicht, in diesen Zeiten hier einfach Gefährten aufzutreiben, die auf Abenteuer gehen wollen. Es herrscht Krieg, es geschehen Morde. Die Leute hier haben keine Lust, ihre bequemen Häuser zu verlassen. Was kann ich auch verstehen. Was war da nochmal mit diesen Morden? Naja, hier in der Stadt seit ein paar Wochen passieren grausame Morde, vor allem an jungen Frauen und, naja, an Dürren vor allem. Ja, es traut sich niemand mehr auf die Straße nach. Es ist nicht nur das Krieg, das mit Nostria wieder Auseinandersetzungen um diesen See stattfinden. Jetzt läuft hier auch noch ein Mörder in den Gassen herum. Gibt es in Undergast keine Garde? Was mit den Magiern? Warum haben die noch nichts getan? Wenn es ein Naturgesetz gibt in Aventurien, dann ist es das. Garden unfähig sind. Wir müssen das so erledigen, wenn was erledigt werden muss. Ihr solltet schon ein wenig mehr Vertrauen in das Können der anderen haben, Hamlin. Vor allem wenn man die Magier. Wenn ihr immer nur in Leute, die ich kenne, schon, ja. Wenn ihr immer nur auf euch selber schaut, dann versinkt die Welt in Chaos. Ja, keine Sorge, ich glaube auch an den guten Herrn Fex. Ja, was für Informationen gibt es über diese Morde? Dirnen werden, den gibt es schon. Mehr weiß ich auch nicht. Ist es aber warum kümmert uns das denn überhaupt? Ja, wir müssen hier mal für Recht und Ordnung sorgen. Und was? Das sagt ihr? Wollt ihr euch tatsächlich jetzt damit beschäftigen? Aber soweit ich weiß, mögt ihr junge Frauen. Und das ist doch... Ich mag es vor allem, wenn es mir gut geht. Und momentan geht es mir nicht gut. Was kümmert mich momentan hier junge Frauen in einer Stadt, die mir nichts bedeutet? Schon, wir sind vielleicht ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber hey, das wird schon wieder. Ja, und? Gibt es denn Geld dafür, den Mörder zu ergreifen? Warum muss es immer um Geld gehen? Warum? Es geht hier um Leben. Es ist doch... Oh, danke, Kleiner. Was ist mit euch los? Bevor wir hier irgendwas überhaupt irgendwen jagen gehen, solltet ihr erstmal wieder zu Kräften kommen. Ja, natürlich. Und selbst dann verstehe ich noch nicht, warum ich jemanden jagen sollte. Was hat das mit mir zu tun? Da sprecht ihr am besten mit dem Stadtvogt. Der leitet hier die Geschäfte jetzt, wo der König abwesend ist. Also, wie heißt der? Gosthelm Schotterbier. Gosthelm Schotterbier. Ist das ein Getränk? Wieso ist der König von Andergast gerade abwesend? Mit diesem Streit mit Nostria? Er hat sein Heer am Turensee stationiert und beaufsichtigt die Kampfhandlungen persönlich. Okay, habe ich mir gedacht. Wenn man sich auf eines verlassen kann, ist das der Hahn am Morgen kräht und am Abend die Nostra gegen die Andergasse kämpfen. So sagt man, ja. Gut, ja, dann werden wir uns gleich morgen früh aufmachen. Aber ja, wir brauchen mal eine. Wohin aufmachen? Zum Vogt, zum Schatten. Ach so, ich dachte jetzt, ihr wolltet in den Wald. Nein. Oh nein, das solltet ihr vielleicht lassen. Nein, das lassen wir definitiv. Ja, bevor wir nicht mal eine Ausrüstung haben. Wir haben ja. Ich habe meinen Buckler. Ich frage mich ohnehin noch, wo meine ganze Ausrüstung hin ist. Naja. Verkauft. Ja, und ihr wart ein Jahr lang Inventarbestand dieser Magierakademie. Ich muss mal unbedingt zur Akademie. Ich habe keinen Stab mehr. Ich habe meinen Stab verloren. Da hat auch dieser eine Gehilfe. Nein, das Alchemisten hat doch der Stab. Ich mein, Gedächtnis nicht täuscht, dann hängt der Stab als Seil irgendwo an einem Baum. Genau. War doch irgend so ein Gehilfe von ihm. War das nicht der Gehilfe vom Alchemisten? Ist er auch. Mit dieser nervigen Stimme? Heute muss ich mir auch noch vorknüpfen. Egal, vielleicht kann mir die Akademie ja einen neuen Stab. Adeptor, ihr seid ja noch da. Ja, kann ich so einen
Stab bekommen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Vielen Dank. Morgen einfach vorbei und frag nach mir. Danke, danke. Naja, wie auch immer, Walpurga, vielen, vielen Dank. Stoßen wir an darauf, dass es endlich geklappt hat nach einem Jahr. Ja, danke. Sehr gerne. Danke für diese Hilfe. Und Fiona, wo wart ihr untergebracht? Hier in Andergast irgendwo? Naja, hier in dem Gasthaus. Okay. Ist da ein Zimmer noch frei für uns? Ja, da findet sich schon was. Im Keller. Wir haben ja kein Geld, also. Ja, das ist schon alles geregelt. Jetzt macht ihr mal keine Sorgen darüber. Sehr gut. Ihr seid die Beste. Wunderbar. Ich meine, ich hätte sowieso nicht viel Geld. Das ist sehr befremdlich. Ja, also gut, es ist spät. Also wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann werde ich mich jetzt verabschieden. Nee. Ja, danke nochmal für eure Hilfe. Hilfe. Dankeschön. Und sie geht hinaus. Wisst ihr, was wirklich befremdlich ist? Stein zu sein und wieder aufzuwachen, ein Jahr später. Habt ihr irgendetwas mitbekommen in der Zeit, wo ihr versteinert wart? Nein. Aber ich fühle mich eigenartig. Es ist genauso, als würdet ihr die Augen schließen und wenn ihr sie dann wieder öffnet, seid ihr wo ganz anders. Alles, was ihr gekannt habt, ist auf einmal weg. Nein, und jeder, den ihr gekannt habt, glaubt, ihr seid tot, weil er ein Jahr lang nichts von euch gehört hat. Ich fühle mich viel eher, als hätte ich... Du hast dich nicht verändert. Du bist ein bisschen älter geworden, aber... Ich kann nicht älter geworden sein, wenn ich in Stein war. Nein. Okay, dann schaut das nur so aus. Du auch. Ich glaube, ihr habt da noch ein wenig Staub. Hat uns niemand irgendwie abgestaubt in diesem Keller? Hust, hust. So ein Laken. Fühlt ihr euch denn gut? Ich fühle mich, als hätte ich ein Jahr lang nicht geschlafen. Gut, ich habe das Gefühl, ich habe Steine. Fiona fühlt sich sichtlich nicht apport, aber ich kann nicht aufstehen. Sie ist sehr müde, hat starke Augenringe. Ja, aber so. Die anderen beiden, die fühlen sich so. Fühlt ihr euch denn gut? Nein, ich kann kaum meinen Krug heben. Aber ich mache es trotzdem, wenn ich Durst habe. Gibt es diese ganzen Erinnerungen? Ja, irgendwie, ich bin müde, aber ich bin nicht müde. Ich bin jetzt ein Jahr lang im Keller gestanden. Ja. Das ist ein Jahr. Heftig. Ich hätte eine Wette abschließen sollen. Worauf wollt ihr schon wieder? Und ihr trägt immer noch schmutzige, zerschlissene Kleidung. Alle drei. Das nächste. Achso, ich hätte gedacht, das hätte man da... Ich habe nichts mehr. Naja, ich... Ich habe oben noch ein paar Kleidungsstücke rumliegen. Ich glaube, ich passe rein, aber Hamlin und Jundert? Naja, er hat auch Kleidung. Schon was. Ich bin mir für nichts zu schade. Ich habe doch vorgesorgt. Mensch. Gibt es hier ein Badehaus? Das war ja auch unser Geld. Ja, das Badehaus ist tatsächlich auch eine Legende. Das ist, glaube ich, die Nummer... 10. Ah. Ja, genau, hier. Okay, das ist sogar in der Nähe. Ja, das aber ist das Badehaus. Warum wollt ihr baden? Ich meine, ihr seid doch nicht dreckig geworden. Irgendwie fühle ich mich schon dreckig. Verstanden. Ja, aber der Körper hat ja nicht geschwitzt. Jetzt um die Uhrzeit ist da nichts mehr los. Also das können wir morgen früh erledigen. Könnt ihr euch noch erinnern, was wir gemacht haben, bevor wir zu Stein geworden sind? Ja, ich glaube, ihr habt irgendwo in irgendeiner Stadt irgendwas abgefackelt. Na gut, ja, das klingt ein wenig nach mir. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Wir sind viel unterwegs gewesen und haben gekämpft. Wir waren schmutzig und ich fühle mich immer noch schmutzig. Also okay. Ja, gut. Ich habe die wohl edelste Tat vollbracht, die ich jemals in meinem Leben vollbracht habe. Ihr habt euch die Zähne geputzt? Fiona gerettet. Davon weiß ich nichts mehr. Ja, das weißt du natürlich nicht. Natürlich. Warst ja bewusstlos. Das könnt ihr jetzt. Also da so sitzt, merkt ihr, dass ihr tatsächlich mittlerweile die einzigen Gäste hier seid. Es haben sich tatsächlich alle davon gemacht. Ja. Ich fühle mich auch ziemlich müde und kaputt. Ja. Hab die letzten Nächte auch nicht gut geschlafen. Ich würde jetzt hochgehen. Wegen dem Mörder? Nein, ich weiß nicht. Der Mörder macht mir keine Sorgen. Ich bin ja gut bewaffnet und gehe. Ich gehe doch nicht ohne Waffe raus. Ich bin doch nicht verrückt. Okay, weswegen dann? Das weiß ich doch nicht. Ich schlaf einfach schlecht. Wir sind wieder da. Sieht's. Vielleicht dann. Schlaf dir jetzt. Danke, Jon, du hast immer so wundervolle Komplimente. Drückst du mich hier rauf? Meine Beine sind so schwach. Und was ist mit mir? Ja, stimmt. Fiona. Hamlin, ich kann euch stützen. Ach komm, jetzt danke. Reiß dich zusammen. Wir schaffen das doch wohl, oder? Darauf. Ich denke, wir stützen uns gegenseitig und kämpfen uns rauf. Fiona kennt sich ja sehr gut aus hier im Wirtshaus. Sie kann euch den Zimmer zeigen. Sie hat vorgesorgt. Ich leite euch in eure Zimmer. Da liegen auch überall so sehr einfache. Billige Kleidung.
So einfaches Leinenhemd, ne, einfach aber in den passenden Größen, ja. Wow, Nachthemde. Na gut, das Einfachste vom Einfachen, aber besser als nichts. Ich meine, ich habe nicht viel Geld verloren. Laut meinem alten Charakterbogen habe ich nur 3 Dukaten gehabt, also... Ich hab nicht viel verloren. Ich hatte mal 95 Dukaten. Es ist schön, dass ihr die Hoffnung nicht aufgegeben habt, dass die Adepta uns irgendwann wieder zurückverwandeln wird. Weil ja, ihr habt scheinbar vorbereitet, dass wir wieder kommen. Ja, aber ich war ehrlich gesagt knapp davor, die Hoffnung aufzugeben. Sie hat so viel ausprobiert und jedes Mal hat es nicht funktioniert. Und warum hat es eigentlich diesmal funktioniert? Das ist die Magie. Ich kenne mich mit Magie nicht aus, ich weiß es doch nicht. Weißt du denn, warum das jetzt funktioniert? Was war da überhaupt los? Wie kannst du uns überhaupt befreien können? Das ist zu viele Magier-Details, das würdet ihr nicht verstehen. Komm schon. Ich kann Dinge einfach erklären. Ihm. Okay, es war eine Komponente dabei, die unbekannt war. Also nicht unbekannt, aber die nicht zur klassischen gildenmagischen Zauberei sondern? Gehört. Ja, es waren Dämonenaspekte. Es war keine schöne gildenmagische Zauberei, wie sie im Buche steht. Ja, es hat funktioniert. Kann das denn irgendwelche Nachwirkungen haben für uns? Das hat sie jetzt nicht gesagt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass Dämonenmagie hört sich nicht gut an. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das vorhersehen kann. Vielleicht haben wir eine Steinhaut. Nein, das ist doch. Fühlt sich alles normal an. Hätte ich einen Dolch, würde ich es ausprobieren. Hamlin. Du hast aber keinen Dolch. Ich habe nicht. Ich habe nicht mein Wurfmesser, oder? Ich habe nichts. Du hast nichts. Einen schönen Wurf, aber ich habe meinen Buckler. Das habe ich. Das habe ich schon mal. Den Trank. Das Einzige, was ich nicht verkauft habe, den heiligen Buckler. Ja, den hast du nicht aus deiner Hand bekommen. Das bekommt niemand aus meiner Hand. Also geht ihr nach einem Jahr wieder mal in ein Bett schlafen. Ja. Aus Reflex lege ich mich irgendwann mal so ins Bett. Diese Muskulatur-Memory. Meine Steinpose passt irgendwie zum Schlafen. Ja. Bewusstlos zu Stein werden hat seine Vorteile. Überraschenderweise seid ihr alle ausgesprochen schnell eingeschlafen. Auch Fiana, du begibst dich in dein Zimmer, legst dich ins Bett, löscht die Kerze und versuchst endlich zu schlafen. Hat müde jeder ein genug. Eigenes Zimmer gerade, oder? Ich habe mal gesagt, ja. Müde genug bist du ja. Deine Augen fallen dir zu und du schläfst ein. Im nächsten Moment sitzt du senkrecht im Bett. Dein Herz klopft, das Fenster ist sperrangelweit geöffnet, einer der hölzernen Läden hängt schief. Da war ein Schatten. Vornübergebeugt, irgendwie verwachsen mit schwarzen Zotteln auf den Kopf und nackten Füßen, hockte es auf der Fensterbank und hat dich beobachtet. Oder war es nur ein Traum? Ich ziehe mein Messer. Ja? Und gehe langsam zum Fenster. Du siehst nichts. Habe ich den Traum schon öfter gehabt? Nein. Verdammt. Ich drehe langsam durch. Ich mache die Fensterläden zu. Du kannst eine Intelligenzprobe machen. Okay. Hören wir irgendwas? Nein, ihr nicht. Ich schläft. Eine 9, das ist geschafft. Als du schließen möchtest, fallen dir an der Holzwand und der Außenseite der Fensterläden fallen dir Kratzspuren auf. Verdammt. Dann habe ich das mir nicht eingebildet. Kannst du einen B6 würfeln? Einen B6. Eine 6. Du hast dir vorhin eine Zahl neben deinen Lebenspunkten notiert. Zieh da 3 davon ab. Also die Hälfte des würfelten Werts. Ich mach das Fenster zu. Ja. Und habe ich irgendwas darum, das zu verrammeln? Ja, es lässt sich sicher etwas finden. Okay. Zur Not dein langes Messer. Nee, das behalte ich in der Hand beim Schlafen. Okay. Sieh da eine Waffe an. Oder dein Bogen. Ja, genau, ich nehme meinen Bogen und klemme ihn so vors Fenster.
Ich stelle meinen Stuhl vor die Tür und lege mich wieder hin mit dem Messer in der Hand. Okay. Und versuche wieder zu schlafen, was mir wahrscheinlich nicht gelingen wird. Es fällt dir sehr schwer, aber schließlich dämmerst du wieder ein. Ich denke, hier ist es Zeit für unsere erste kurze Pause. Bis gleich.